Ä, Ö und Ü. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren DeFi-Aussprache-Video. In unserem heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr die Umlaute Ä, Ö und Ü richtig aussprecht. Los geht's! Die Aussprache der Umlaute ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn ihr zu Hause übt und euch an die Tipps erinnert, dann werdet ihr schnell die Umlaute richtig aussprechen können. Schaut euch einmal dieses Bild hier an. Hier könnt ihr sehen, was ihr mit eurem Mund machen müsst, wenn ihr die Umlaute richtig aussprechen wollt. Fangen wir mit Ä an. Ä. Seht ihr, was mit meinem Mund passiert, wenn ich Ä sage? Es sieht fast so aus, als wenn ich lache. Ä. Versucht es einmal. Hier sind einige Wörter für euch zum Üben mit dem Umlaut Ä. Käse. Mädchen. Bäcker. Weiter geht's mit dem Ü. Ü. Seht ihr, was mit meinem Mund passiert, wenn ich Ü sage? Der Mund macht fast die gleiche Bewegung wie beim Küssen. Ü. Jetzt ihr. Hier sind einige Beispiele für euch mit dem Umlaut Ü. Üben. München. Überraschung. Jetzt haben wir noch den Umlaut Ö. Ö. Könnt ihr auch hier sehen, was ich mit meinem Mund mache, wenn ich Ö sage? Die Bewegung ist fast genauso wie bei dem Ü. Ü. Ö. Der Unterschied ist, dass bei dem Ö meine Lippen ein wenig auseinandergehen und ein kleines Loch bilden. Ö. Versucht es einmal. Hier sind noch einige Wörter für euch mit dem Umlaut Ö. Öffnen. Österreich. Das habt ihr super gemacht. Zum Schluss habe ich noch einige Sätze für euch, um die Umlaute zu üben. Hört mir wieder gut zu und wiederholt die Sätze. Herr Müller ist müde. Die Kinder hören Musik. Das Hotel ist schön. Der Kellner kommt aus Österreich. Die Sekretärin arbeitet in der Schule. Der Mann geht in die Bäckerei. Ihr Lieben, das waren unsere Tipps für euch für die richtige Aussprache der Umlaute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt auch etwas gelernt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!